Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um einen Celebrity-inspired Make-up, also einen star-inspirierten Look. Und es geht heute nicht um Sophia Richie, wie das letzte Mal, das habe ich ja schon mal gemacht, das Video verlinke ich euch unten. Ich habe demnächst ein Video von der lieben Hailey Bieber gesehen und ich möchte jetzt keine Selena-Fans haben oder so, die jetzt sagen, oh mein Gott, wie kannst du das machen? Ich liebe Selena Gomez, ja? Aber der Make-up-Look von Hailey hat mir sehr gut gefallen. Dementsprechend schminkt mir das nach. Es ist nur Make-up. Okay, gut. Alles klar. Davon abgesehen ist Hailey eher... Nein, sie ist auch nicht. Nein, ich sehe auch kein Stück ähnlich. Also dementsprechend brauchen wir uns da auch gar nicht irgendwas drauf einbilden. Ich werde in diesem Video auch definitiv danach nicht aussehen wie sie. Leider. Ich würde auch gerne aussehen wie Selena Gomez. Aber auch das tue ich nicht. Leider. Aber okay. Lasst uns auf jeden Fall anfangen, denn das Ganze wird sonst zu kurz zusammengefasst. Das Make-up ist ein sehr natürlicher Look, weil Hailey schminkt sich auch nicht so krass viel, wenn sie sich selbst schminkt. Sie hat eine unfassbar geile Haut. Oh mein Gott. Also da werde ich sogar neidisch, obwohl ich schon eine sehr, 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 sehr gute Haut habe. Es ist schon der Wahnsinn, was die Frau für eine Haut hat. Ich habe leider kein einziges Produkt von ihrer Marke und ich trauere darum, weil ich hätte so gerne Lippen, dieses Lippenprodukt, was sie am Ende benutzt. Oh mein Gott, sieht das gut aus. Und ihre Haut, also ich muss auf jeden Fall irgendwann mal was bestellen, aber bis jetzt habe ich mich nicht getraut, aus den Staaten zu bestellen, weil hier in Deutschland gibt es das ja nirgends. Deswegen, ich habe jetzt meine Skincare schon drauf. Sie hat angefangen mit ihrer Skincare-Routine. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon Skincare drauf. Ich benutze übrigens die meisten Produkte von Yepoda. Ich benutze jetzt aber nochmal zwei, die ich zusammen mixe. Und zwar The Glow Hero von Yepoda und von Tapology das Vitamin C Glow Drops Zeugs. Das mixe ich mir und dann gebe ich mir das auch auf die. Diese Glow Drops, die geben einfach nochmal so ein bisschen mehr zusätzlichen Glanz auf die Haut, weil sie hat auch ein sehr glowy Make-up. Und dieser Glow Hero, das ist einfach ein Ölserum, was mit Bakuchol angereichert ist. Das ist diese verträglichere Version von Retinol, soweit ich weiß. Wie gesagt, sie hat auch ein sehr glowiges, eine sehr glowige Base und deswegen mixe ich mir das jetzt und gebe mir das nochmal auf. Ich mache das sowieso sehr gerne, dass ich mir sehr viele verschiedene Serien nochmal zusammen mixe und einfach nochmal als Base trage. Also das Ganze so gesehen als Primer nutze, weil ich persönlich, ich mag zwar zum Beispiel den Angel Aura Primer, aber ich mixe mir das auch ganz oft noch mit so Serien zusammen, einfach um noch mehr Glow in die Haut zu kriegen. Auch wenn ich mich nicht schminke, finde ich das einfach ein sehr schönes, sehr schönen Effekt. Deswegen mag ich auch diese Glow Drops. Ich habe die ja auch schon mit der Foundation zusammen gemischt, also mit den Tapology Tinted Zero. Da habe ich ein Reel zu abgefilmt, das findet ihr auf Instagram und auch hier in meinen YouTube Shorts. Könnt ihr gerne vorbeigucken. Genau. Und das ist jetzt unsere Ausgangslage erstmal. Und was sie jetzt gemacht hat, ist, sie hat nicht direkt Foundation oder irgendwas aufgetragen, sondern sie hat als erstes eine Cream Contour gemacht. Ich benutze jetzt von Charlotte Tilbury den Beautiful Skin Sun Kissed Glow Bronzer in der Farbe 02 Medium. Und sie hat so einen von Hourglass einen Pinsel benutzt. Die sind mir viel zu teuer, die habe ich nicht. Ich benutze einen von Real Techniques, der eine ähnliche Aufmachung hat. Ich gehe erstmal rein. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat Underpainting betrieben. Falls ihr zu Underpainting mal ein ganzes Video haben wollt, sagt mir gerne Bescheid. Das ist eigentlich prinzipiell erstmal nur sowas, dass man alles, was man über die Foundation geben würde, also sowas wie Contour, Bronzer, Blush, Highlight, dass man das alles vorher aufgibt und dann mit einem Tinted Moisturizer oder einer Foundation nochmal da drüber gibt. So, und sie hat das so richtig eingestrichen. Was ich lieber mache, ist, ich tupfe, weil ich finde, dass sich das Produkt dann besser
verteilen lässt, zumal ich meistens mit einer Foundation anfange und wenn ich dann so ziehe meine Haut, das, erstens ist das nicht gut für die Haut, weil irgendwann kriegt man davon Falten, weil die Haut ja richtig gezogen wird und ausgeleiert wird. Und zweitens kann das Produkt unten drunter wegnehmen, dementsprechend tupfe ich lieber. Deswegen halte ich mich auch auf meine. Also ich weiß, dass sie das anders macht, aber das ist jetzt einfach... Ist mein Tutorial okay? Ich habe Underpainting selbst noch nie so richtig gemacht, weil das Ganze eigentlich noch nie was für mich war. Ich persönlich, ich fand immer, dass ich meine Sachen ganz gut ausblenden kann, auch über der Foundation. Aber was das Ganze halt gut macht, ist, wenn man was nicht ganz so gut ausblendet, das ist... Da kann man das mit der Foundation noch mal so ein bisschen kaschieren. Das ist schon ein ganz cooler Trick eigentlich. Ich habe jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob sie auch ihre Nase ein bisschen konturiert hat. Aber das mache ich jetzt auf jeden Fall. Sie hat übrigens nicht den benutzt, sondern die Make-up Forever Palette. Aber die habe ich nicht. Die empfinde ich für mich als sinnlos, weil ich die Töne eh nicht so großartig benutze. Was sie auch macht, ist, sie geht nicht nur hier so lang, sondern auch so richtig in den Haaransatz rein. Weil sie möchte sicher gehen, dass alles schön ebenmäßig aussieht. Und was sie auch macht, ist, sie geht hier so lang und blendet das dann so runter. Oh Mann. Irgendwie fühlt sich das gerade ganz falsch an, das so zu machen. Also so wie es jetzt aussah, sie hat ihre Nase nicht gemacht. Ich mache das, wie gesagt, weil ich persönlich, ich mag das lieber. Das sieht sonst ein bisschen komisch aus. Was sie jetzt macht ist, sie nutzt den Hourglass Vanish Concealer. Ich habe hier die Farbe Cotton und ich habe mir die Mini-Version davon geholt. Erstmal, um den auszutesten. Ihr könnt auch einfach euren Concealer nehmen. Ich hoffe, die Farbe passt jetzt einigermaßen. Ich benutze jetzt auch erstmal nicht so viel. Sie benutzt auch nicht so krass viel. Ich gebe mir den nur an die Stellen, wo ich sowieso auch normalerweise concealen würde. Sie geht auch hier so lang. Was sie auch macht ist, ich habe das jetzt nur hier hingegeben, sie geht so richtig von dem Mund aus und zieht das Ganze nach oben, dass das noch mehr so snatched aussieht. Wie diese OP, die man da machen kann, wo dann hier die Backen irgendwie, Buckle-Fat Removal heißt der Griff, genau. Wo das Backenfett rausgenommen wird. Total schwachsinnig. Sie benutzt einen Pinsel, das mache ich jetzt nicht, das gefällt mir nicht. Ich benutze meinen Schwamm, aber wir blenden das auch aus. Wow, der hat ja eine Coverage, ey, Wahnsinn. Wow. Krank. Ich habe nur Angst, dass der jetzt trocknet. Aber sie hat es auch so gemacht. Sie benutzt erst einen Pinsel und dann ihre Hände zum Ausblenden. Das ist aber so viel Concealer, was sie benutzt hat, dass ich mich das einfach nicht traue. Also, to be honest, Wahnsinn. Wie viel Produkt hat die bitte benutzt? Boah, viel zu anstrengend. Würde ich im Leben nicht so machen. So, ausgeblendet ist der Concealer. Sieht auch erstmal ganz gut aus. Ich gehe nochmal über die Contour drüber, weil die ist mir jetzt ein Stück weit abhanden gekommen. Also gefühlt habe ich mehr abgedeckt als sonst. Was sie jetzt macht, ist, sie nimmt den Hourglass Tinted, den Whale Hydrating Skin Tint. So heißt das Ding. Dazu habe ich auch ein Reel aufgenommen. Das findet ihr auch auf Instagram und auch auf YouTube Shorts. Da könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr wollt. Den finde ich sehr gut. Kleiner Spoiler. Und sie nimmt es jetzt. Und also ich nehme jetzt erstmal nur so ein bisschen, gell? Ich nehme nicht die ganze Menge, die ich rausgenommen habe. Gehe mit einem Pinsel drüber. Und dann gehe die da über das gesamte Gesicht nochmal mit drüber. Ich gehe da übrigens auch mit tupfenden Bewegungen drüber, ne? Weil sonst nehme ich mir ja alles wieder weg. Ich weiß nicht, das ist irgendwie eine ganz komische Art und Weise.
So, was ich jetzt mache, ist auf jeden Fall nochmal, ich gehe mit einem Schwamm drüber. Das hat sie jetzt nicht. Sie benutzt die ganze Zeit nur Pinsel. Aber ich finde, oh, meine Haare, die nerven voll. Ja, einfach, dass das sonst total komisch uneben auf der Haut sitzt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hat sie auch mehr Talent als ich. I don't know. Vielleicht benutzt sie auch weniger Produkte als ich. Aber bis jetzt sieht die Base schon sehr flawless aus, muss ich echt sagen. Also, meine Haut sieht echt flawless aus. Wahnsinn, dieser Concealer gefällt mir unfassbar gut. Wow, krass. Und auch die Konto unten drunter, irgendwie gefällt mir das sehr gut. Das sieht sehr so aus, als wäre das so. Wahnsinn. Vielleicht mache ich das jetzt öfter so. Okay, kommen wir zu Blush. Sie sagt, sie benutzt einen Nude Beigey Pink. Ich benutze jetzt die Farbe Bliss von Rare Beauty. Weil ich finde, das kommt am nächsten an so eine Farbe. Und das gibt sie sich einfach erstmal mit einem Pinsel auf. Ich weiß nicht, was sie für einen Blush benutzt. Sie benutzt einen Pinsel und blendet das dann erstmal aus. Ich benutze jetzt auch einfach meinen Pinsel. Und sie sagt, es soll ein leichtes Summer-Make-up werden. Ja, dieser Skin-Tint ist nicht besonders pigmentiert, aber ich finde, der Concealer ist halt übelst krank pigmentiert und dementsprechend, also für mich ist das jetzt schon ein Full-Face-Make-up. So von der Deckkraft her. Also so ein richtig, auch so ein Glow-Make-up. Jetzt stehe ich vor der nächsten Frage. Sie benutzt jetzt ein eher krasseres Pink. Ist das jetzt ein krasseres Pink? Oder ist das ein krasseres Pink? Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich mir beides ein bisschen auf. Ich werde die jetzt einfach mixen, glaube ich. Was ich mache, ist, ich nehme noch mein Kinn mit dazu zum Blushen. Aber das lasse ich heute, weil sie hat das jetzt auch nicht, so wie es aussieht. Ich gebe mir den noch so ein kleines bisschen mit dazu, aber den nehme ich mit einem Pinsel auf. Wie ihr seht, also ich gehe da so ein bisschen rein und verteile den erstmal im Pinsel und blende das Ganze dann nochmal aus. Ihr Skin, also ihre Haut sieht halt so unfassbar schön aus, wirklich so richtig glowy und ebenmäßig und so richtig wie so ein, halt wie so ein Topmodel, ne? Also es sieht schon sehr schön aus und es ist auch tatsächlich ein Look, den ich so schminken würde. Es sieht schon sehr, sehr ebenmäßig aus. Wahnsinn, ey. Und die Haut. Oh, das ist so richtig prall und so glowy. Oh, ich lieb's richtig. Wahnsinnig schön. Cool. Sie benutzt jetzt ein bisschen Puder unter den Augen. Machen wir auch. Ich benutze von Charlotte Tilbury das Airbrush Flawless Finish Powder. Ich gehe nochmal so mit dem Finger unter die Augen und blende den Concealer nochmal so ein kleines bisschen aus, dass der sich nicht so arg in die Fältchen gesetzt hat. Also diesen Concealer hätte ich tatsächlich, glaube ich, nicht gesettet, weil der ist schon an sich ziemlich trocken. Das ist jetzt kein, wie dieser dieser Glowish bei Huda Beauty Concealer, nicht so ein ganz feuchtigkeitsspendender. Der settet sich eigentlich schon recht matt, finde ich. Aber gut. Ja, weiß nicht. Also das hat jetzt bei mir tatsächlich so die untere Augenpartie ziemlich trocken gemacht, muss ich sagen. Es sieht nicht katastrophal aus, aber es sieht halt schon ziemlich trocken aus. Vorher hat er mir besser gefallen. Sie benutzt das Hourglass Powder. Das ist ein loses Puder. Upsi. Okay, dann habe ich mich verguckt. Sorry. Dann nehmen wir jetzt von Rodial, das ist eins meiner Lieblingspuder, das Rodial Glass Powder, genau. Sie mag nicht so gerne, hat sie gesagt, sehr viel Puder zu benutzen. Was sie macht ist, sie nimmt ihren Contour Brush und nimmt damit das Puder auf. Okay. Also irgendwie kann ich das nicht ganz nachvollziehen. Das ist ein komischer Step. Aber gut. Sie geht nicht nur unter die Augen, sondern sie geht auch hier so unter die Kontur. Und setzt das nochmal so ein bisschen.
dahin. Also was sie mag ist, sie lässt auch den Blush jetzt so, sie mag es, wenn es sehr glowy ist. Ich glaube, sie hat noch einen glowigeren Blush benutzt als ich. Ich hätte auch den von MAC diesen nutzen können. Was ich jetzt für mich mache ist, damit es noch ein kleines bisschen glowiger aussieht, ist, ich nehme den Asam Beauty Highlighter, das Glow Powder, und gebe mir das so ein kleines bisschen noch hier so oben drüber, weil dann habe ich das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen mehr aussieht wie bei ihr. Und ich gebe mir das auch hier noch so ein bisschen hin, um so ein kleines bisschen davon abzulenken, dass der Concealer mir gerade mit dem Puder nicht gefällt. Das mache jetzt auch nur ich, das hat sie nicht gemacht. Aber ich finde, das macht bei mir einfach einen großen Unterschied. Hayley benutzt jetzt nur ein Augenbrauengel. Ich habe leider nicht so krasse Augenbrauen wie sie. Dementsprechend fülle ich sie mir ein kleines bisschen auf. Dazu benutze ich den Brow Boost von Anastasia Beverly Hills. Fülle mir das kurz auf und dann kommen wir zum Augenbrauengel. Und so, meine Augenbrauen habe ich jetzt nachgezeichnet. Was sie jetzt macht, ist, sich die Augenbrauen mit einfach nur einem Gel auffüllen. Und sie geht so rückwärts durch. Ich benutze jetzt das Brow Wax Brow Gel von Refy. Okay, das sind jetzt erstmal die Augenbrauen. Ich weiß noch nicht genau, was ich von diesem Refy-Ding halten soll, aber ja, wir kommen erstmal dahin. Gut, kommen wir weiter zu zum Lidschatten, den sie benutzt. Und zwar hat sie so einen Peachy Brown benutzt. Aus einer anderen Palette, die habe ich aber nicht. Und ich benutze jetzt den aus der Sun Glow Eye and Cheek Palette von Catrice. Diesen Ton hier. Und sie hat das sich komplett übers Lid gegeben. Einfach komplett. Komplett. Ich verstehe das nicht. Warum halten bei so vielen die Augenbrauen so gut? Bei mir irgendwie gar nicht. I don't know. Ich finde nichts, was das so perfekt macht. Ich gebe mir den auch so ein kleines bisschen an den unteren Wimpern ran. Und jetzt hat sie ihre Wimpern getuscht, soweit ich weiß. Was ich jetzt mache, ist, ich biege mir auf jeden Fall meine Wimpern. Sie hat von Hourglass übrigens die Wimperntusche benutzt. Ich benutze eine andere. Hayley hat von Natur aus ziemlich dunkle Wimpern und auch dunklere Augen als ich. Dementsprechend gehe ich jetzt nochmal schnell mit meinem Rare Beauty Eye Perfect Strokes Longwear Eye Gel Liner in True Brown rein. Der braune Kajal von E9. Und verdichte mir meinen Wimpernkranz oben so ein kleines bisschen. Dann kommen wir zur Mascara. Und ich benutze von Huda Beauty die One Coat. Wow, One. Nee. Und ich benutze als Mascara die One Coat Wow von Huda Beauty. Und die gebe ich mir nur an die oberen Wimpern. Und weil sie, wie gesagt, ein bisschen dunklere Wimpern hat als ich, benutze ich für die unteren Wimpern jetzt noch eine braune Mascara. Das ist die Day Mascara in Brown von Cass Berlin. Da wirke ich nur so ganz oft hier unten lang, dass ich ein kleines bisschen mehr Ausdruck habe. Das war es auch tatsächlich schon mit dem Augen-Make-up. Ich habe hier so ein kleines bisschen gepatzt, das lasse ich kurz trocknen und mache es dann weg. Zu den Lippen. Sie hat irgendwas benutzt, was sie wahrscheinlich launcht, was Neues. Eine Art Lipliner, Lippenstift, irgendwas, keine Ahnung, was es war. Ich benutze jetzt von MAC die Farbe Oak und line mir meine Lippe damit so ein kleines bisschen. Und dann geht sie auch mit einem Finger an der Hase drüber und verblendet das. Und dann hat sie ihren Lipgloss genommen, den sie hat. Wie gesagt, den habe ich nicht. Ich gehe jetzt mit dem Get Glossy von Yepoda drüber. Das ist ein ganz leichtes Lip Oil. So. Und sie trägt so einen Seitenscheitel und so Klatterhaare bei mir. Ich habe jetzt natürlich wesentlich längere Haare als sie und eine andere Haarfarbe. Aber so ungefähr sieht das Endergebnis dann aus.
Also meine Lieben, das hier ist der fertige Look. Ich muss sagen, mir gefällt der sehr gut. Ich finde, das ist auch ein recht schnelles Make-up, wenn man weiß, wie es geht. Mit meinen Augenbrauen hatte ich heute ein kleines bisschen Struggle. Aber das ist ja nichts Neues mehr. Dementsprechend, ja, lassen wir das jetzt einfach so. Und ich finde, das Make-up an sich ist einfach ein sehr schnelles Go-To-Make-up, auch nicht zu heavy. Und dieses Underpainting mit dem Bronzer gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ja, sehr schön, sehr schön. Mir gefallen die Lippen so auch echt gut. Ja, mal gucken. Also dieses Underpainting wäre vielleicht sogar was, was ich bei meiner Hochzeit machen würde. Ich glaube, das würde ich öfter so tragen tatsächlich. Finde ich sehr schön. Auch die Kombi mit dem Blush und dem bisschen Highlighter und dem wenig Puder. Und ja, gefällt mir wirklich sehr, sehr, sehr gut. Was sagt ihr? Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Schaut bei meinem letzten Video vorbei, abonniert den Kanal. Und schaut bei meinen Social Media Seiten vorbei. Alle Produkte, die ich benutzt habe, sind unten für euch verlinkt. Und dann würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!